Runde fahre ich 7-mal die Woche auf der A93, natürlich täglich, weil sich mein Lebensmittelpunkt auf Fensterbach verschlagen hat, also in der Mitte zwischen Weiden und Regensburg. Aber die anderen 4-5 Mal fahre ich fußballbedingt stetig auf der A93. Da kommen dann schon, wenn man jetzt überschlägt, kommen da rein fürs Fußball 950 Kilometer zusammen. Mal überschlagen, knapp 1000 Kilometer. Insgesamt, das denke ich, ist wenn ich überschlage, komme ich im Durchschnitt auf 1200 Kilometer in der Woche. Gut, die anderen Kilometer gehen halt dann für die Landstraße drauf, aber der Großteil, also wie gesagt, knapp 1000 Kilometer, geht auf die A93. Ich selber bin Jugendcoach in Lappersdorf, beim TSV Kadett Lappersdorf. Ein paar Kilometer weiter bin ich im Moment in der Futsalabteilung vom SV Jahn Regensburg tätig. Gut, da schenkt sich dann nicht mehr viel, aber hat sich sportlich natürlich alles auf Regensburg verschlagen. Also wenn ich an die A93 denke, dann ja, im Grunde alles positiv. Ja, ich komme gut durch mit dem Verkehr. Natürlich ist es zum einen immer der Zeitaspekt, weswegen ich ein bisschen mehr an Drehzahl draufbringen als vielleicht ein oder andere. Ein Malheur, wobei ich mir da kaum die Schuld zuweisen kann, aber ein Malheur ist mir passiert. Im Freimd, auf Höhe Freimd, LKW, Pendlerparkplatz Schlossberg war das, da ist mir mal der Reifen geplatzt, bei vielleicht zu hoher Geschwindigkeit, wie auch immer, weiß man nicht. Auf jeden Fall, ja, bedurfte es da schon ein oder anderen Gegenlenkmanöver, dass man da nach 700 Meter zum Stehen kam. Das Auto hat aber keinen Kratzer davon getragen und ja, ich konnte dann schön gemütlich am Standstreifen ausrollen. Das war mal ein wirklicher Schreckmoment, wo man im ersten Moment auch nicht weiß oder denkt, ja, Sackere, aber im Endeffekt so an sich ist noch nichts passiert. Das ist überwiegend positiv. Ich weiß nicht, ob es mir zusteht, anderen Autofahrern auf der A93 oder speziell Tipps zu geben, da ich selber erst sehr wenig Erfahrung eigentlich habe im Autobusiness, sag ich mal. Aber wenn überhaupt, dann würde ich jedem ein bisschen mehr Egoismus absprechen zu versuchen, weil im Endeffekt regt sich jeder darüber auf, wenn der eine LKW vom anderen ausschert, wenn der ausschert, wenn ich hier meine Geschwindigkeit reduzieren muss, wenn ich da Geschwindigkeit reduzieren muss, hier bremsen muss. Ich nehme mich da selber nicht aus, ich reg mich da auch drüber auf. Aber im Endeffekt versucht jeder bloß, oder das Ziel des Einzelnen ist einfach, mit seinem Auto an das jeweilige Ziel zu gelangen. Und keiner ist bewusst darauf aus, einen Blechschaden oder anderweitig einen Unfall zu provozieren. Und deswegen würde ich einfach mir versprechen, jedem, für mich auch selbst, ein bisschen Egoismus abzusprechen. Ohne die A93, der einzige positive Aspekt wäre vermutlich ein geringerer Spritverbrauch, weil man halt eben auf der Landstraße maximal 100 Touren darf. Ja. Aber das ist auch schon das einzige Positive. Das andere wäre einfach ein zeitlicher, logistischer Aspekt, den ich ohne die A93 vermutlich nicht kompensieren kann. Ja. Ich würde zwar, weil wenn ich was wirklich will, und das ist in dem Fall der Fußball, würde ich das dahingehend auch schaffen oder bewerkstelligen können. Aber es würden andere private Sachen, wie zum Beispiel Familie, einfach auf der Strecke liegen bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes.